Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Gertraud Salzmann. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, geschätzter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Hohen Haus und verehrte Zuseher daheim vor den Bildschirmen. Ja, das Thema für diese Tagesordnung ist Inklusion und Förderung der Schülerinnen und Schüler, die ein besonderes Handicap haben und daher im Unterricht nur schwerer folgen können. Und so wie meine Vorrednerinnen und Vorredner bereits gesagt haben, und das eint uns und das freut mich im Bereich der Bildung. Wir stehen fraktionsübergreifend wirklich dafür ein, dass unsere Schülerinnen und Schüler die beste Förderung, die beste Bildung bekommen, die sie auch verdient haben, damit wir als Österreich in eine gute Zukunft gehen. Das halte ich hier von diesem Rednerpult aus einfach auch einmal fest. Inklusion, meine Damen und Herren, beschreibt das, was wir als Mitglieder in der Gesellschaft leben möchten. In einem Miteinander, in dem keine Person ausgeschlossen wird. Jeder Mensch ist ein anerkannter und wertvoller Teil der Gesellschaft. Die Vielfalt der Einzelnen prägt unsere Gemeinschaft. Und die Förderung der Chancengerechtigkeit ist eines der wichtigsten Ziele in unserem Bildungssystem. Wir wollen unsere jungen Menschen entsprechend ihrer Interessen, ihrer Talente und ihrer Begabungen bestmöglich fördern und ihnen bedarfsgerechte Lernangebote zur Verfügung stellen. Dies wird dem Umstand gerecht, dass wir auch Schülerinnen und Schüler haben, die aufgrund einer körperlichen, einer physischen, einer psychischen Einschränkung oder diverser Lernfächen nur schwerer dem Unterricht folgen können. Das heißt für uns aber, wir wollen so viel Inklusion und so viel sonderpädagogische Förderung den Schülerinnen und Schülern machbar machen, wie es notwendig ist und wie sie auch brauchen. Das ist für uns ein klares Ziel. Das bedingt aber, dass wir im Regelunterricht möglichst viele Schülerinnen und Schüler integrativ auch beschulen und fördern. Das bedingt aber auch, dass wir nicht zu 100% eine Inklusion schaffen können, weil das den Schülerinnen und Schülern mit speziellem Förderbedarf gar nicht gerecht werden würde, Frau Kollegin Fiedler. Das kann ich auch an Ihre Adresse sagen. Ich möchte auch dazu nennen, dass wir derzeit auch die psychosoziale Unterstützung gemeinsam mit den Ländern noch stärker ausbauen und auch die Schulsozialarbeit im Zuge dessen auch stärker ausbauen werden. Und Frau Kollegin Vorderwinkler, ich sehe Sie jetzt nicht, Sie haben in Ihrer Rede ja alles kritisiert, was man kritisieren kann, aber bitte bedenken Sie auch, wenn Sie von der Ressourcenverteilung sprechen, die letzten 10 Jahre, davon war mehr als die Hälfte waren rote Bildungsministerinnen am Werk und da sind auch die Zielsetzungen der UN-Behindertenrechtskonvention nicht erreicht worden. Das halte ich hier auch fest. Es geht für uns darum, die Ressourcenvergabe im sonderpädagogischen Förderbedarf noch einmal genau zu evaluieren, damit wir sie bedarfsgerecht auch verteilen können und somit auch zielgerichtet verteilen können. Ich bin schon ein wenig verwundert, dass die Verteilung des sonderpädagogischen Förderbedarfs in den Bundesländern durchaus unterschiedlich ist. Das variiert sehr stark. Und für mich sehr auffällig ist, dass die Inklusion, für die die SPÖ so stark eintritt, in Kärnten zwar mit 84% der Schülerinnen und Schüler sehr, sehr hoch ist in der Quote, aber in Wien, meine Damen und Herren, da haben wir eine inklusive Beschulung von nicht einmal 50%, genau von 48,7%. Und das wundert mich sehr. Ich halte aber fest, wir wollen eine inklusive Bildung, wir wollen so viel integrative Beschulung der Schüler wie nur irgendwie möglich, aber es braucht auch weiter die sonderpädagogischen Zentren, in denen hervorragende Arbeit geleistet wird und wir werden auch im Zuge dessen natürlich auch das eigenständige Lehramt für die Sonderpädagogik weiter auch anwenden müssen. Zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich von dieser Stelle aus bei allen Lehrerinnen und Lehrern und ganz besonders bei den Kolleginnen und Kollegen, die im sonderpädagogischen Bereich tätig sind und tagtäglich großartige Arbeit leisten, für ihren Einsatz bedanken.